Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Pur Pur. Ja, wir sind hier unten irgendwo in die Ecke gegangen, weil zu viel Ablenkung oberhalb war, dass wir nicht aufhören konnten zu spielen. Ich bin voll in ein Pokémon reingerauscht. Oh, du blödes Tütümon. Du alles Tütümon, jetzt geh dein Tütü machen. So, wir wollen eigentlich ins Versteck von... Da war meine Hand, ich habe meine Hand gesehen. So, wir wollten ins Versteck von Team Star. Entschuldigung, ich musste überlegen, wie die heißen. Wir hatten noch gar keinen Kontakt mit denen, deswegen hatte ich gerade gar keine Ahnung. So, wir wollten aber vorher noch die da besiegen. Und dann wollten wir den Weg folgen. Lass uns plaudern. Nee, kämpfen. Ach ja, das ist ja ein Typ. Stimmt. Ich habe schon wieder nur die Haare gesehen und dachte mir, ey, Baby. Und dann dreht er sich um, zack, sieht er so aus. Verdammt. Evoli! So, ich finde es gut, dass Jan jetzt Nitro-Ladung bekommen hat, dass er wirklich jetzt er ist jetzt stärker geworden und besser. Weil Glut ist halt auch einfach, die tut einfach nicht gut. Noch einmal. Sehr gut. Das hat Jan auf jeden Fall ordentlich nach vorne gebracht. Also das muss ich wirklich sagen. Das hat ihn ordentlich nach vorne gebracht. Das war mal ein reger Austausch. Ja, was? Von Körperflüssigkeit? Was? Entschuldigung. Ich benehme mich wieder. So, jetzt gehen wir aber noch mal ganz kurz darunter. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ein Luxusball. Luxus geht immer. Guck mal, war jetzt ja auch kein großer Umweg, ne? Vorsicht, hier sind wieder überall kleine Pokémon, die sich im Gras verstecken. Die Schweine. Guck mal, da vorne ist ja schon irgendwie so ein Hinweis darauf, dass da vorne ein Versteck sein kann. Ich suche ein kleines Pokémon, das eine Münze mit sich rumträgt. Was? Gierschlund? Ne, hier. Gierspenst? Wie heißt Gierspenst eigentlich auf Englisch? Ich meine, hier würde man Gier und sowas ja mit, ne? Geld und, weil es ist eine Münze und, ne? Weißt du, was ich meine? Na, wie würde das in Englisch heißen? Jetzt hör mal auf mit deinen Kulleraugen. Ich glaube, so wo wir sind. Naja, Initiative steigt dadurch. Alter, finde, jetzt ist aber mal gut. Opferst du dein Pokémon oder was? Sind wir schon so weit, dass wir zweimal angreifen dürfen? Ach ja. So mag ich's. Vor Gitter. Ich habe gar keine Ahnung, wer ein Vogitter ist, aber wir setzen einfach Ruffy ein. Weil Ruffy jetzt ja auch sich entwickelt hat, jetzt auch neu aussieht. Ach, hat schon, das Pokémon hat schon Stil. Oh, Vogitter. Alles klar, ich weiß, was Vogitter ist. Es hat schon Stil, ne? Vor allem mit dem Pflastern auf dem Hammer ist das schon sehr cool. Wer möchte nicht Pflaster auf dem Hammer haben? Wieso schon ganz lange, aber ich finde es einfach nicht. Ich schaue überall im hohen Gras. Ich vermute mal, irgendwo im hohen Gras wird ein Gierspinst sein, wa? Muss ich aber selbst gucken. Der hat halt nicht die Vogelperspektive, ne? Wir brauchen ja 100 Münzen, damit es sich entwickelt. Oder so, ich glaube, so war das. Hier ist keins. Vielleicht ist hier ja auch einfach keins.
Kann ich auf Miraidon reiten? Warum? Hä? Gibt es da einen Grund für? Jetzt geht's wieder, hä? Gab's da jetzt einen Grund für, warum wir nicht auf Miraidon reiten konnten? Ach, hab Spaß. Ah, da kann einer heute Abend aber gut schlafen. Na los, verprügel. Es hat schon Angst, das Pferd. Okay, vielleicht weil es Angst hat? Würde das hinhauen? So, wir sind schon in der Nähe des Verstecks. Einmal bitte Pokémon heilen. Bitte, danke, ja. Ah, wir haben schon ein cooles Team. Wobei ich den Minecraft-Block da hinten schon fraglich finde. Ich möchte es einfach fraglich nennen, okay? Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich es einfach fraglich nenne. Ja, ich habe schon ganz viele besiegt. Neutralschmuck. Gibt man diesen glänzenden Item ein Pokémon zum Tragen, können diese Statuswerte nicht durch Attacken oder Fähigkeiten anderer Pokémon gesenkt werden. Ist ja eigentlich auch gut, ne? Zum Beispiel jetzt gerade bei den, ne? So. Wir scheinen in der Nähe von dem Versteck zu sein. Jetzt frage ich mich aber, ob wir da hochkommen. Oder ob wir da hoch sollen. Kommen tun wir nicht, dann sollen wir auch nicht. Wenn wir nicht kommen, dann sollen wir auch nicht. Leider wisst ihr es ja, Ablenkung ist immer ein Teil des Lebens. Wobei... Na guck mal, komme ich jetzt nicht weit? Muss ich den machen? Weil ich sonst nicht in die nächste Stadt komme? Kann das sein? Ich glaube, das ist so. Sonst komme ich nicht in die nächste Stadt. Cassiopeia hier. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Du befindest dich gerade in der Nähe eines Verstecks von Team Star. Interpretiere ich das richtig als eine Zusage, dass du mir helfen möchtest? Genau so ist es. Danke, jetzt sitzen wir im selben Boot. Willkommen bei Operation Stardust. Hey, was geht da ab? Was bist du für einer? Ich wusste auch gern, was Sache ist. Wie? Wer ist das? Was ist das für einer? Oh Gott! Leval ist mein Name. Ah ja, und wie lange belauscht du uns schon? Jetzt chill mal, sei doch nicht gleich so misstrauisch. Ich bin Kumpel von Case. Ist doch so, oder? Gar nicht wahr. Hey, schüchtern wie eh und je, was? Wir planen gerade, wie wir gegen Team Star vorgehen können. Das ist kein Spiel, klar? Das habe ich schon gecheckt. Ist mir nur recht. Mit denen habe ich noch eine Rechnung offen. Und ich will ja nicht angeben, aber ich mache keine halben Sachen. Auf mich ist Verlass. In der Not kann man nicht wählerisch sein. Also gut, du bist auch mit dabei. Dann wäre das ja gebongt. Dein Name war Cassiopeia, was weiß ich. Richtig? Wer bist du eigentlich? Lass es mich so ausdrücken. Ich bin jemand, der mal etwas mit Team Star zu tun hatte. Verstehe schon. Dann will ich dir nicht weiter auf die Pelle rücken. Gut, dann würde ich jetzt nämlich gerne mal zum eigentlichen Thema kommen. Operation Stardust. Was genau sollen wir tun? Einfach ausgedrückt, ihr sollt in die Verstärke von Team Star eindringen. Dort besiegt ihr dann die Bosse der einzelnen Banden und stoßt sie vom Thron. Von Thron? Ach so, sie sollen von ihrem Posten zurücktreten, meinst du? Ganz genau, Team Star besteht aus 5 Banden, die jeweils ihr eigenes Versteck haben. Ihr sollt gleich hier in der Nähe ein Tor zu einem ihrer Verstecke sehen können.
Ah ja, dort drüben. Dahinter befindet sich eines ihrer Verstecke. Und dort drinnen müsst ihr den Boss einer Bande finden. Wenn du das sagst... Team Star folgt einem Kodex. Ein Boss muss sich auf jeden einlassen, der Streit mit ihm sucht. Und wer diese Auseinandersetzung verliert, geht nicht mehr als Boss. Aber vorhin habe ich bereits Herausforderungen an alle Verstecke geschickt. Und zwar in deinem Namen, Case. Ein paar ordentliche Kämpfe mit Team Star stehen damit nichts im Weg. Wenn ein Boss besiegt wird, muss er also zurücktreten. Ohne Boss ist eine Bande führungslos. Irgendwann wird sie sich unweigerlich von selbst auflösen. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Verstecke sind groß und wimmeln nur so von Pokémon, die Eindringlinge aufhalten wollen. Ein gewöhnlicher Trainer würde es wahrscheinlich nicht mal in die Nähe des Bosses schaffen. Und genau deshalb war es mir so wichtig, dass du dich der Sache anschließt, Case. Besiege die Pokémon im Inneren des Verstecks und locke damit den Boss hervor. Aber eins nach dem anderen. Kümmere dich zuerst um die Wachen am Tor. Und was ist deine Rolle dabei? Wie eben schon gesagt, ich hatte mal etwas mit Team Star zu tun. Deshalb kann ich nur aus den Verborgenen handeln und euch aus der Ferne unterstützen. Geht klar, verstanden. Und was gibt's für mich zu tun? Sorry, aber es ist noch zu früh, um dir ganz zu vertrauen. Fürs Erste kannst du Case helfen, indem du ein wachsames Auge auf das Versteck hast. Du bist von der vorsichtigen Sorte. Das respektiere ich total, yo. Ich melde mich wieder, wenn der Plan seinen Lauf nimmt. Viel Erfolg. Dann hau mal rein, Case. Scheiße, das ist ja wirklich der Direktor, oder? Na hoppla, was meine wahre Identität angeht, möchte ich um Stillschweigen bitten. Vor dir steht gerade Leval, bitte sprich mit mir wie mit anderen Mitschülern. Das ist jetzt wirklich... Oh Gott, der hat echt eine Midlife-Crisis, oder? Ehrlich. Das war der jetzt wirklich? Ist das dämlich, Alter. Oh, mein ich meine. Der hat voll die Midlife-Crisis. Okay, das ist aber auch noch nicht da, wo ich jetzt hin wollte, ne? Oder? Ich wollte eigentlich erstmal da hinten und dann rechts abbiegen und gucken, was die sagen. Weil jetzt sind wir unweigerlich in diese Richtung genötigt worden. Und konnten uns gar nicht das hier anschauen. Wenn du dich beschweren willst, ja, ich beschwere mich bei euch. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen früh abgestiegen, aber ist egal. Hey, du, da stehen geblieben. Hinter uns befindet sich das Versteck von Team Star Unlichtmitgliedern. Wir sind auch bekannt als die Segin-Bande. Genau, und wir lassen mit Sicherheit keinen dahergelaufene Pappnase wie dich einfach so reinspazieren. Es tut mir furchtbar leid, aber wenn du nicht umkehrst, könnte es ungemütlich für dich werden. Hey, Moment mal, du bist doch nicht etwa dieser Case, oder? Diese Knalltüte, die sich mit Team Star angelegt hat und auf die wir es jetzt abgesehen haben? Nee, ich doch nicht. Genau das würde jemand sagen, der nicht auffallen will. Verdammt, sie haben mich. Mir ist Schnuppe, wer du bist. Hier kommst nicht rein. Hau ab oder verliere gegen mich. Ich werde gewinnen. Ja, sowas Respektloses. Komm her, dafür gibt's eine Lektion. Eine Lektion? Muss ich eigentlich jedes Mal diese doofen Posen machen, wenn ich beim Team Star oder sowas bin? Ist das ein Pflichtprogramm? Ich hoffe nicht. Tut ganz schön weh.
Und weil ich nicht will, dass du mir wehtust, heile ich einfach Jan. Diese Musik von Team Star ist aber auch anstrengend. Das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich mit denen zu tun haben und wow, die Musik ist echt anstrengend. Dass du so stark bist, macht dich noch respektloser. Geld. Ja, wie konnte ich das versemmeln? Ab hier übernehmen dann wohl ich, Kumpel. Pasta la vista. Hasta la vista. Aber Pasta la vista, ne? Klingt besser. Sie ist erst kürzlich zum Team gestoßen und muss noch etwas an ihrer Einstellung arbeiten. Na dann, ich gehe jetzt besser ins Versteck zurück und warne die anderen. Sie werden mit voller Kraft auf dich losgehen, wenn du deinen Angriff wirklich durchziehst. Viel Glück, egal was du letztendlich machst. Hasta la vista. Du bist die Wache also losgeworden. Gut gemacht. Hier hält sich die Segin-Bande versteckt, die aus den Unlichtmitgliedern von Team Star bestehen. Ihr Boss, Pinio, ist quasi der Manager von ganzen Team Star und zudem als DJ für die musikalische Untermalung des Teams zuständig. Einen so cleveren Kerl wie ihn wird unser Kampfansage sicher nicht im geringsten eingeschüchtert haben. Sein Plan ist vermutlich, dass du dich im Kampf gegen einen Haufen Rüpel verausgabst, bevor er selbst dann gegen dich antritt. Bei so einem berechnenden Typen solltest du mit einem Frontalangriff die beste Chance haben. Besieg einfach so lange die Pokémon der Rüpel, bis Pinio auftaucht. Es ist Zeit, der Segin-Bande ein Ende zu setzen. Läute die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Kann sogar extra klingeln, das ist nett. Klingelingeling! Möchtest du Team Star mit den ersten drei Pokémon in deinem Team herausfordern? Oh, mit den ersten drei! Okay, ja, das muss man ja auch erstmal wissen. Die ersten drei bin ich tatsächlich zufrieden mit, ja. Ja, bin ich zufrieden mit. Sei wachsam, Case. Team Star hat eine Vorliebe für eine besondere Art von Kämpfen. Wir nennen diesen Kampf Star Rush. Hierbei musst du mit der R-Taste mehrere Pokémon auf einmal zum Kampf losschicken. Oh Gott. Wenn deine Pokémon schlapp machen, kommen einfach zu mir zurück. Ich mach sie dann wieder fit. Die Rüpel heilen ihre Pokémon anscheinend auch an irgendwelchen Automaten. Bleib auf der Hut. Okay. Was Neues? Aufgepasst, Leute. Wir haben einen Eindringling, der sich hoffnungslos überschätzt. Zeigen wir ihn, warum man sich besser nicht mit Team Star anlegt. Hier gehört Eindringling. Wenn es dir gelingt, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, gibt sich unser Boss vielleicht die Ehre und zeigt sich. Okay. Bei einem Star Rush musst du durch Drücken der R-Taste Pokémon losschicken und innerhalb eines Zeitlimits eine bestimmte Anzahl an Pokémon von Team Star besiegen. Hierbei kannst du drei Pokémon zugleich losschicken. Du erleidest eine Niederlage, wenn all deine Pokémon besiegt wurden und das Zeitlimit abgelaufen ist. Wenn ein Pokémon kampfunfähig geworden ist, kannst du seine KP an Automaten wieder auffüllen. Wenn du aufgeben möchtest, drücke Y. Okay. Also muss ich jetzt hier einfach so losschicken oder wie oder was? Mal was Neues.
Okay, hier kann ich dann heilen, oder wie? Du und dein Team habt euch am Automaten ausgeruht. Hä? Das ist mal was Neues. Könnt ihr die dann auch einfach nur so losschicken? Oh, Raptoren. Oha, das ist vielleicht gar nicht so gut. Oder oben liegt ein Item. Darf ich das Item bitte haben? Hä, war hier nicht ein Item? Achso, vielleicht haben wir das aufgesammelt. Unser Pokémon wurde besiegt. So, noch 24 soll ja kein Ding sein hier. Wir kriegen aber auch keine EXP für den Kampf, ne? Scheint niemanden zu interessieren. Ende! Wollte mich zwar noch ein bisschen weiter umgucken, aber okay. Wir sind ihm einfach nicht gewachsen. Schnell, ruf den Boss. Alter Finne. Ey, ist das das Pokémon? Mal ernsthaft, ist das das Pokémon? Pinio, Boss von Team Stars Unlichtmitgliedern. Du hast dir eine ganz schöne Nummer abgezogen, Case. Ich bin Pinio, auch bekannt als DJ Evil. Nenn mich, wie du willst, solange der Vibe stimmt. Wie wär's, wenn wir direkt zu deinem Outro übergehen? Weil ich so nett bin, lege ich zu deinem Abgang auch ein fettes Requiem-Musik auf. Dann heißt es jetzt Party! Wir lassen's krachen, dass die Fetzen fliegen. Okay, wenn du für die Musik zuständig bist, ne, dann gehörst du aber auch tatsächlich verprügelt. Dann gehörst du aber auch leider tatsächlich verprügelt. Habe ich jetzt nur meine drei Pokémon dabei, die ich auch tatsächlich ausgewählt habe? Du willst dich echt mit Team Star anlegen? Bist du lebensmüde oder was? Nee, ich habe alle dabei. Okay, Pökelsalz, pökel ihn! Wenn ich die Frequenz von DJ Evil erwisch, hast du nichts mehr zu lachen. Vor allem ist es ja, glaube ich, auch noch ein Stahl-Pokémon da oben, ne? Das pökeln ja ganz gut. Ja, 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 jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr, das vorzulesen. Irgendwie quatschte mich die ganze Zeit nur voll. Bist du sammelbedürftig oder was? Ich habe ihn gepökelt. Ja, ist leider sehr, ne? So, er müsste jetzt totgepökelt sein, oder? Du wurdest soeben weggepökelt. Sehr schön. Knattertox. Knattertox. Jetzt lasse ich mein Bestes, er ist richtig fetzen. DJ Evil dreht auf! Was, das Auto jetzt wirklich? Das Auto heißt Knattertox? Pökeln? Wir kämpfen jetzt gegen sein Auto? Ich pökel ihn erstmal. Was ist denn effektiv gegen Auto? Ich kenn den Typ Auto nicht. Was ist effektiv gegen Typ Auto?
würde sagen Feuer, aber weil es für mich immer noch ein Metallding ist, aber eigentlich ist es ja ein Unlichtding. Oh, wir konnten ihn nicht mehr richtig pökeln. Ja, das war aber klar, dass Jan dann irgendwann noch stirbt. Meryl, mit Knuddler haust du den jetzt weg. Ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass der Stahl ist, aber weil es ein Auto ist, aber es ist ja eigentlich Unlicht. Ja, doof. Kann ich dieses Auto fangen? Kriege ich das irgendwo her, dieses Auto? Ich will das Auto gerne haben, bitte. Ich habe ein Auto geknuddelt. Das ist so doof. Das ist so unsagbar doof. Aber irgendwie auch cool. Das war's dann wohl. Irgendwie doof, aber irgendwie auch irgendwie cool. Weiß ich nicht. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Das war's dann wohl. Was ist denn los, Pino? Das sind die anderen Mitglieder, wa? Die sehen schon so aus. Ach, Big Boss hat ein paar Dinge mit mir zu besprechen. Das meiste wäre jetzt aber geregelt. Was denn für Dinge? Es ging vor allem um Operation Star und um einen Codex fürs Team. In letzter Zeit sind viele neue Mitglieder dazugekommen. Da brauchen wir so langsam ein paar Verhaltensregeln. Ein Codex eben. Okay, du wirst bestimmt einen tollen Codex für uns ausdenken, nicht wahr, Pino? Ha, nein, danke. Das ist mir zu viel Druck. Erinnert ihr euch noch daran, dass mich die anderen Schüler nicht mehr leiden konnten, nachdem ich Schulsprecher geworden war? Klar, du hast ja einen Haufen nervige Regeln aufgestellt und dir so Schüler zum Feinden gemacht. Du wurdest sofort durch jemanden ersetzt. Dem kann ich nur beipflichten. Zum Beispiel, Frisuren mit einer Haarlänge von mehr als 3 cm im Nacken sind verboten. Eure Regeln waren ein pures Ärgernis, werter Pino. Eben, deshalb sage ich ja, dass ich nicht für die Einstellung von so einem Codex geeignet bin. Aber du kennst dich doch sonst immer um die Teammitglieder, Pino. Du kennst es so gut. Ja, wir haben vollstes Vertrauen in dich. Ohne dich wären wir total aufgeschmissen. Du bist nicht mehr wie damals. Wenn du jetzt einen Codex schreibst, würde ich ihn folgen. Meine Wenigkeit würde ebenfalls einwilligen. Okay, Leute, ich hab's kapiert. Ich werde uns diesen Codex zusammenstellen. Ich hab's getan, was ich konnte. Ja, das war's. Ich muss den Codex folgen, habe ich schließlich selbst verfasst. Dann sind meine Tage als Boss wohl gezählt. Hier mein Teamorden, als Zeichen meines Boss-Status. Nimm schon. Jetzt wieder mit Foto? So werden wir uns die Hand geben, oder? Das ist ja wenigstens auch mal was, ne? Und wo wir schon mal dabei sind, dieses TM hast du dir auch verdient. Schmarotzer. Ja, das kriege ich öfter zu hören. Anwender macht sich die Kraft des Ziels zu nutzen. Je höher dessen Angriff, desto mehr Schaden richtet die Attacke an. So endet unsere Party, was? Deine Pokémon sind übrigens knallhart. Respekt! Sowas lernt ihr also an der Akademie. Welche Attacke, wann man am meisten reinhaut? Und wie man seine Pokémon trainiert und so? Nicht wirklich. Okay, gehst du denn gerne zur Akademie? Macht's dir Spaß? Ja, nicht. Wirklich? Entschuldigung. Hey, du bist Pino. Boah, noch ein ungebetener Gast. Was soll die Schmalzlocke? Hat die ein Fuentente gestylt? Ich wollte dich nur kurz was fragen, wäre das okay? Boah, das wird garantiert nervig, aber okay. Aber ja, jetzt hab jetzt nichts Besseres mehr zu tun. Danke, yo. Voll Swag von dir. Dann komme ich gleich zur Sache.
Wenn ihr von Team Star so weitermacht, werdet ihr irgendwann alle der Akademie verwiesen. Also warum löst ihr Team Star nicht einfach auf und geht zurück in die Akademie? Das wolltest du mich fragen. Okay. Weißt du, wir waren auf das Comeback von einer wichtigen Person. Aber ob diese Person zurückkommen wird, steht in den Sternen. Eine wichtige Person? Ein guter Freund von euch also? Ich rede vom stärksten aller Team Star Bosse. So wie die Top Champ der stärksten aller Trainer ist. Unser Big Boss hat uns damals vorgeschlagen, gemeinsam ein Team zu gründen. Und wo ist denn dieser Big Boss gerade? Tja, wenn wir das wüssten. Seit etwa 1,5 Jahren herrscht Funkstille. Wir dachten, dass Big Boss sich früher oder später melden würde, solange wir nur Team Star am Leben halten. Aber die Lehrer nerven uns ständig damit, dass wir das Team auflösen sollen. Blablabla. Und dann taucht auch noch so ein Partymuffel wie ihr hier auf. Ah, wer weiß, vielleicht wurden wir wirklich im Stich gelassen. Big Boss hat schließlich sogar selbst davon gefaselt, das Team auflösen zu wollen. Das klingt, als wäre Team Star und dieser Big Boss dir sehr wichtig, ja? Ist das jetzt nicht so offensichtlich, wa? Wie ihr in der Akademie sagen würdet, sie sind wie ein Schatz für mich. Die sind hoffnungslos stoned. Wollte gerade sagen, passiert doch noch was? Bring, bring. Case, Pino hat ja seinen Teamorden gegeben und damit seinen Bossstatus abgelegt, oder? Verstehe. Ohne Boss steht die Segin-Bande vor dem Aus. Pino. Entschuldige, ich war kurz in Gedanken versunken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Ja, cool, danke. Du kannst mit der TM-Maschine nun mehrere Arten von TMs herstellen. Das ist viel wichtiger. Ich war so frei, die Auswahl an TMs zu erweitern, die du an TM-Maschinen herstellen kannst. Die neuen TMs sollen dir dabei helfen, deine Pokémon noch stärker zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Da du wirklich gute Arbeit geleistet hast, gibt's eine extra Belohnung. Ich werde jemanden vom Versorgungstrupp bitten, dir einige Materialien für die Herstellung von TMs vorzubereiten. Cool, danke. Huch, du bist der Versorgungstrupp? Hallo? Ich bin Cosima vom Versorgungstrupp. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an mich, aber du hast mir mal von der Akademie aus der Klemme geholfen. Klar erinnere ich mich. Oh, hätte ich nicht gedacht. Jedenfalls helfe ich für die Projektarbeit hier aus, als Teil meiner Schatzsuche also. Da ich mich mit Technik auskenne und als Hackerin was drauf habe, arbeite ich eher hinter den Kulissen. Hier, die zusätzliche Belohnung von Cassipio, die so den Namen, den niemand aussprechen kann. Damit solltest du einige TMs herstellen können. Den Namen, den du nicht aussprechen kannst, meinte, dass du jedes Mal eine Belohnung bekommst, wenn du ein Versteck von Team Star eroberst und so das Team kleiner wird. Es soll echt beeindruckend gewesen sein, wie du dein Pokémon in den Kampf geschickt hast. Dank deiner Stärke wird Operation Stardust sicher von Erfolg gekrönt sein. 4 Bosse sind noch übrig. Dann mal viel Erfolg. Kann ich da jetzt nochmal rein? Ja, ich kann da rein. So, was wir jetzt aber machen, ist die Aufnahmepause. Es ist jetzt nur eine Folge, weil, naja, wie man sieht, ist es halt auch eine sehr lange Folge. Deswegen, und ich kann jetzt nicht noch eine Folge nochmal aufnehmen dahinter und das wird sonst ein bisschen zu viel. Ich bin am Zielort angekommen, das ist schön. Aber hier drin scheint es aber auch nicht mehr so wirklich was zu geben. Könnte man noch ganz da hoch und alles, wa? Ja. Wir hätten uns ja hier richtig rumdödeln können, wa? Alter, bis hier hoch? Was soll ich denn da oben? Da oben muss doch irgendetwas Interessantes sein, oder? Ich weiß nicht warum, aber irgendwas muss doch hier oben sein. Naja, wenigstens ein TM. Vielleicht ist das ein gutes. Zugabe. Naja, leider nichts Gutes. Schade, leider nichts Gutes. Hat der Boss hier oben gewartet? Hätte man den Boss vorher sehen können?
Das ist natürlich auch noch die Frage. Na gut, aber wie gesagt, ich mache jetzt die Aufnahmepause, weil es jetzt schon spät ist und ich kann da ja auch keinen Cut setzen mitten im Kampf oder so. Deswegen geht die Folge jetzt einfach mal 35 Minuten und ich muss morgen dann nochmal eine Folge aufnehmen. Okay, dann bin ich jetzt raus und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.